Hallo, ja, es geht weiter mit Tour de France. Nach einer etwas, ja, kürzer, länger, wie auch immer, Pause. Ich hatte ja im Livestream, den ich gemacht habe, angefangen mit Ineos zu fahren. Und ich werde jetzt einfach die Tour fortsetzen mit Ineos. Weiter, weil ich jetzt nicht weiß, wie oft oder wann ich denn jetzt Livestreams weitermache, weil das eher spontan wird und nicht regelmäßig. Deshalb fahre ich die Tour auf jeden Fall erstmal weiter mit Ineos und werde dann später, vielleicht jetzt am Wochenende, nochmal eine Custom-Tour starten. Bisschen angelehnt an die Spanien-Rundfahrt und auch die Datenbank, also die Kader so erstellen, dass die gleichen Aufstellungen wie bei der Spanien-Rundfahrt haben. Aber erstmal fahre ich jetzt hier erstmal mit Carapaz, also mit Ineos weiter. Und mal gucken, mit wem ich dann die Spanien-Rundfahrt fahren werde. Mal schauen, ich weiß es noch nicht. Ja, mal gucken. Aber machen wir erstmal hier weiter. So, jetzt haben wir hier erstmal ein paar Flachetappen. Ah, ne, Flachetappe und Zeitfahren. Weil die Flachetappen sind natürlich mit Ineos jetzt nicht so prickelnd, weil natürlich kein Sprinter dabei ist. Ja, bei der Spanien-Rundfahrt heute war schon eine ganz interessante Etappe mit dem kleineren Schlussanstieg. Und ja, da hat man auch wieder gesehen, das sind genau die Anstiege, Hello, cycling fans die everywhere. Roglic liegen. For Also this insofern trip war across es the für Il mich Michelin jetzt nicht so überraschend, dass er department, da ganz the vorne riders dabei will ist be mit. needing the small chain ring. There are no obstacles on the menu, Es wird and as interessant, ob bei den usual in langen this sort of Anstiegen, wie situation, die Form you'd dabei expect to see the Roglic sprinters go. ist. Aber ich denke mal schon, dadurch, dass er die Tour ja nicht zu Ende gefahren ist, wird er schon die Form halten können und vermutlich auch die Spanien-Rundfahrt gewinnen. Es sieht zumindest alles danach aus. Ich wüsste jetzt nicht, vielleicht Enric Mas, Miguel Ángel López, aber eigentlich sind die im Zeitfahren zu schlecht, um da eine ernsthafte Konkurrenz zu sein. Und Bernal, weiß ich nicht, ob die Form so stimmt. So, aber jetzt wollte ich erstmal hier schnell gucken. Van Baarle schützt Carapaz. Rohe schützt, ja, Thomas. Der Rest kann. Also, To head for stage victory. Okay, guys. There's no ja. need for any complicated diagrams Müssen wir today. schauen. It's totally flat Vlasov, and it won't finish in a vielleicht sprint. I schafft recommend er you es ja can take it doch, easy and sit on the wheel in front. irgendwie gefährlich zu werden, Roglic, aber ich kann es mir kaum vorstellen. Ich glaube noch nicht, dass er so beständig sein wird, um da jedes Mal ganz vorne mit dabei zu sein. Aber mal gucken. Top 5 Platz bei Vlasov auf jeden Fall drin. Ansonsten, ja, auf den anderen Teams jetzt The weiß time ich gap gar with the nicht, head wer of the race da is stable. The first riders are 2 km noch ganz from the vorne climb. mitfahren können. Der Movistar, ja, die müssen halt taktisch das klug ausspielen, The peloton is riding hard. Stay um well Roglic placed. zu gefährden. Also die müssen eigentlich The attackieren, breakaway is attackieren, losing dass ground. er immer irgendwie dann folgen muss, wenn er isoliert ist. Das ist die einzige Möglichkeit, ihn vielleicht in Bedrängnis zu bringen. Naja, mal gucken, was sie machen werden, wenn dann die ersten schweren Bergetappen kommen. So, naja, gut, hier passiert jetzt nicht viel. Breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. The head of the race is 3 km from the intermediate sprint. So, naja, ein paar Kilometer noch. Last time checked with a breakaway, 1 minute.
first riders are 2 kilometers from the climb. So. Another 20 kilometers, and it's not looking good for the breakaway. With this gap, it's hard to believe that it can hold out until the finish. The riders are all back together. Everything will be played out in the final kilometers. Können wir mal angreifen mit dem gelben Trikot? Nein, machen wir nicht. Peloton. Sieht sehr spät den anderen aus. Könnte man noch mal schnell ein bisschen verpflegen. Just 5 more kilometers. We are heading for a mass sprint. Aber entweder habe ich es verpasst oder habe es nicht mitbekommen. Aber es gab noch kein Update oder Patch für Tour de France, soweit ich weiß. Also das ist schon auch irgendwie krass, dass sie diesmal ja so irgendwie gar kein Update rausbringen. Das ist schon echt schade, aber gut. Ach Mensch, jetzt bin ich hier wieder eingequetscht. Ach, das gibt's doch nicht, ey. Pogacar. It's the red pennant. The sprint will be launched. Last kilometer. You've got to sprint. Ja gut, das wird eh nix. Das wär's gewesen. Aber Top 10 war ich, glaube ich. Top 10 war ich, glaube ich. Very good stage. Finishing in the top 10, even though the stage didn't suit us, is very satisfying. We retain the yellow jersey. Nicht schlecht. So, weiter geht's. Nächste Etappe. Zeitfahren. Jetzt muss ich halt gucken mit Carapaz. Nicht der allerstärkste Zeitfahrer. Könnte jetzt auf jeden Fall Roglic, Van Aert, Pogacar, die werden wir alle vorbeiziehen jetzt. Aber gut, nicht so schlimm. Die Bergetappen zählen dann. So, aber natürlich falsch mit Carapaz. We now welcome the leader of the race onto the ramp for this individual time trial. Keldermann führt bei der ersten Zwischenzeit. Come on, let's give him a cheer. Here we go. You push right from the start. In at the bottom of a short climb, so you've got to be on the pace right away, so you don't lose time. Go on, it's uphill for 1 kilometer. Go on, the right tempo straight away. Go, go! So. Over the top. Watch out for the bends on the way down. No silly risks. Come on, step on it. It isn't long. Just a small bump. Und wieder berghoch. Pogacar führt jetzt an der ersten Zeitnahme. Eine Sekunde vor Keldermann. Get into TT position and manage your effort.
nicht komplett alles geben. Vingegaard führt bei Zeitnahme 2. Von Art ist hinter Pogacar, okay. Alaphilippe von. Gleich müsste Roglic durchfahren. Und dann müsste ich gleich kommen. Roglic zweiter. Gleich Zeit. Was hat die für Zeiten? 13:20. Na gut, das schaffe ich auf jeden Fall nicht. Ich habe nicht mal meine 13:29. Eieiei, 13. Puh, 111. Naja. Pogacar jetzt vor Vingegaard bei Zeitnahme 2. Zala, jetzt habe ich ja ein bisschen zu spät. Guys, it goes up a bit. Keep up the tempo. Go! Wout van Aert. Stark unterwegs. So. You're coming to the second time check. Go, go. Roglic zeitgleich mit Wout van Aert. Ich bin schon weit über der Zeit drüber, ey. Uiuiui. Ups. Aber ja, schon ein bisschen besser jetzt geworden. 67. Von 111 auf 67. Ja, das ist schon mal ein bisschen besser. 22:04. Oh ja, es geht eigentlich. Ein bisschen mehr als 20 Sekunden. Gar nicht mal extrem doof. Also extrem schlecht. Wout van Aert im Ziel. Die Energie geht steil bergab. Das war knapp. 1,8 Kilometer. Meine Energie ist gleich zu Ende. Dort vorne ist das Ziel. Ja, ich habe keine Kraft mehr. Und jetzt gibt nochmal alles. Naja, gut. Bis zum allerletzten alles gegeben. Ist leider die Zeit. Ups, die Zeit nicht richtig gesehen.
This stage is his. He was the strongest. Here is the winner of the season among we. Ist ja auch cooler Bug. Ist natürlich in schwarz-weiß, weil ich da die Energie weg war. Most unsatisfactory. If things had gone our way, I reckon that we could have got into the top 5. Sechster, siebter. Carapaz 27. Okay, 55 Sekunden. 15, 49 auf Roglic. Ist viel verloren, aber gut. Es ist schon im realistischen Bereich, muss man schon sagen. Castroviejo, wie Kwiatkowski stark gefahren. Thomas schwach mit 41. Platz nur. 1:03. Puh. Nicht besonders gut. Gesamtwertung. Sieht Wout van Aert gleich mit Primoz Roglic. Alaphilippe 7 Sekunden und dann, ja, aber 33 Sekunden hinter Roglic. Ja, naja, okay. Aber alles noch im Bereich und ich bin sogar noch vor Pogacar. Rausfallen wird hier halt dann noch Alaphilippe, ist klar, Van Aert, Van der Poel. Ja, von hinten Uran, Keldermann. Buchmann 18. Naja, gut, bin ich mal gespannt, wie es dann so weitergeht. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal, die nächsten Etappen. Dann in der nächsten Folge natürlich, klar. Und ab dem Wochenende denke ich mal, weil ich erst die Datenbank also anpassen muss, also ab Samstag oder vielleicht erst ab Sonntag, ich weiß es noch nicht, dann die Spanien-Rundfahrt. Mit welchem Team? Keine Ahnung. Vorschläge bin ich gern offen für. Auf jeden Fall keine Ineos, weil mit denen spiele ich ja gerade. Okay, gut, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.